Also das sind jetzt 150 Gramm Kokain. Ist krass, das irgendwie so in der Hand zu halten. Ich bin hier im Hamburger Hafen, wo heute Morgen ein Schiff eingelaufen ist, das viele, viele Waren aus der ganzen Welt mit sich bringt. Aber zwischen all diesen Waren könnte es sein, dass sich das ein oder andere Kilo Kokain oder eine gefakte Designerhandtasche oder ein verbotenes exotisches Tier verbirgt. Denn hier wird auch gerne mal was reingeschmuggelt. Und um das zu verhindern, gibt es in Deutschland den Zoll. Und den begleite ich heute, wie sie spontan auf dieses Schiff gehen. Und was passiert, wenn wir da was finden sollten? Keine Ahnung. Dafür treffe ich jetzt gleich Nicole. Die hat einen Zollhund, der wird uns dabei helfen zu schnüffeln. Und ich nehme natürlich wieder eure Fragen mit, um herauszufinden, was der Zoll in Deutschland eigentlich so alles macht. Kommt mit. So. So. Outfit an. Was hast du da? Das ist eine Schussweste da drunter. Genau, oder? Die habe ich da drunter unter dem Pullover. Da gehen wir jetzt in die Waffenkammer, dann rüste ich auf mit der Waffe. Und dann sind wir startklar. Den Code jetzt nicht mitfilmen. Hier geht's in die Waffenkammer. Das ist jetzt scharfe Munition, die genau, du quasi das ist jetzt. Scharfe Munition, davon haben wir zwei Magazine mit jeweils 15 Patronen. Also du hast jetzt gerade eine Patrone, also dass die Waffe wirklich schon die scharf ist, jetzt, ist. Genau, die ist jetzt scharf. Kann ich richtig mitschießen. Und das sind zum Beispiel große Kokainfunde, die im Hafen gemacht wurden. Hier drüben, das sind irgendwie insgesamt. Das waren insgesamt 3,8 Tonnen. 3,8 Tonnen? Genau. In quasi, also drei Funden, die quasi zusammengehört haben. Genau. Was ist das für ein Straßenwert? Sind schon so bei 800 Millionen. 800 Millionen? Also bei einem Straßenwert von 800 Millionen Euro bei einem so einem Fund. Da kann ich schon verstehen, warum hier bewaffnet und mit Schussweste rausgegangen wird. Super. So, ich muss sie dann mal raus. Echt? Hallo, meine Maus. Hallo. Oh. Ja, feines Mädchen. So, dann komm. So. Muss ich irgendwas beachten hier bei einem trainierten Schutzhund? Ja, am besten einfach nicht zu nahe kommen. Okay. Nicole und Zollhund Bella müssen regelmäßig den Ernstfall üben. Vor der Durchsuchung auf dem Containerschiff geht es für uns also erstmal zum Training. Na, 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 na. Na 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 bist Hundetrainer. Genau. Und Teil des Trainings der Hunde ist natürlich, dass sie auch irgendwie so ein bisschen üben müssen, die Sachen aufzuspüren. Genau. Dafür schicken wir Nicole jetzt weg. Ich gehe jetzt, damit der Hund finden kann. Und du hast jetzt echte Drogen dabei. Ich habe jetzt echt Stoff dabei, ja. Und die verstecken wir jetzt gleich für Bella. Also das sind jetzt 150 Gramm Kokain. Ist krass, das irgendwie so in der Hand zu halten. Tüte riecht ein bisschen nach Hund. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Okay, dann gebe ich dir hier mal die Rolle. Mhm. Ich finde das ein gutes Versteck. Hoffentlich erinnern wir uns dran, sonst freut sich irgendein Kunde demnächst. Sie sucht schon. Die will was finden. Die will sich beweisen heute hier. Wenn sie jetzt was findet, wie schlägt sie dann an? Genau, dann friert sie ein. Mhm. Also bleibt sie ganz ruhig. Wenn wir so ein bisschen Topfschlagen machen müssen, also bisher ist es noch sehr kalt. Und da soll dann was sein. Mhm. Mhm. Super, ihr feines Mädchen, super. Hat Bella schon mal was gefunden? Ja, also schon relativ oft. Also sie macht ihre Arbeit ganz gut. Was ist so das meiste, was sie bisher gefunden hat? Also wo wir wirklich von alleine dabei waren, ohne dass wir vorher mal einen Hinweis hatten. Das waren letztes Jahr mal 5 Kilo Marihuana. Dieses Jahr hatten wir auch schon 1 Kilo. Also für Bella ist das Ganze ein Spiel, egal genau, wo sie ist. Aber für dich bei einem Einsatz, macht das einen Unterschied, ob man jetzt hier gerade so trainiert oder ob man dann wirklich quasi vielleicht auch umgeben ist von Leuten, die potenzielle Kriminelle sind? Ja, also im Echteinsatz ist man schon ein bisschen aufgeregter, sag ich mal. Es nimmt sich aber mit der Zeit, legt sich das. Aber man will ja natürlich auch, dass der Hund dann im Echteinsatz was findet. Also
wenn der was überlaufen würde. Im Training wäre das nicht so schlimm, aber im Echtfall würde man sich dann schon ziemlich ärgern. Also da ist man schon ein bisschen angespannter, gerade wenn die Täter da sind. Man weiß ja auch nicht, ob man was findet oder nicht und wie viel man findet. Und ich sag mal, wenn so ein Täter mehrere Kilo versteckt hat, ist der vielleicht auch zu mehr bereit als jemand, der nur ein Gramm irgendwo im Sofa versteckt hat oder so. Was für Bella nur ein Spiel ist, ist für Nicole und ihre Kollegen Alltag im Job. Und der kann auch mal gefährlich werden. So, da im Hintergrund, das ist unser Schiff. Was für ein fettes Teil. Und ja, der Kapitän, der weiß nichts von seinem Glück. Die Zollbeamten und wir gehen da jetzt gleich drauf und gucken mal, was da so zu finden ist. Okay, würde ich sagen, gehen wir erstmal an Bord und dann let's go. Es müssen natürlich erstmal alle Papiere kontrolliert werden und bisher sind noch nicht alle da. Es fehlen noch ein paar. Da muss erstmal gecheckt werden, ob alles schon so in Ordnung ist, bevor überhaupt an das Schiff untersucht wird. Erstmal gucken, ob überhaupt alles dokumentiert wurde. Es ist ungewöhnlich, dass kein Besatzungsmitglied Zigaretten, Spirituosen angemeldet hat. Also, kein einziger. Da müssen wir mal schauen, ob das dann so korrekt ist, was angegeben ist. Dieses Schiff kommt jetzt aus Liberia? Nein, das ist unter der Flagge von Liberia. Mhm. Der letzte Hafen, weiß ich nicht. Anja, der letzte Hafen von dem Schiff war? Rotterdam. Okay. Ja. Die Crew kooperiert mit uns und lässt uns passieren. So, es geht los. Wir sind jetzt auf der Brücke und arbeiten uns jetzt quasi von oben nach unten durch. Genau, das, was wir eben in der Lagerhalle gesehen haben zum Üben, das machen wir jetzt hier in echt. Geht es wirklich einfach nur darum, alles systematisch quasi einmal zu schnüffeln? Genau, man teilt sich das immer so ein, von unten nach oben, von links nach rechts. Was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt hier was finden? Weil ich meine, wenn es jetzt hier liegt, dann ist es ja relativ schwierig zuzuordnen, wem das dann gehört. Genau, ist das dann die gesamte Crew, der Kapitän, die Firma, der das Schiff gehört? Dann muss man gucken, ob man irgendwelche Anhaltspunkte finden kann, ob man das irgendjemandem dann zuordnen kann überhaupt. Bella hat sich jetzt hier oben ein paar Sachen angeguckt, hat nichts gefunden, aber unten im Maschinenraum und so weiter, da schrauben die restlichen Zollbeamten jetzt mal ein paar Sachen auf. Da kann Bella nicht mit hin und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie viele Schiffe kontrolliert ihr in Hamburg hier so im Monat, im Durchschnitt? Im Monat? Och, das kommt immer drauf an. Also sagen wir mal am Tag, 2, 3. Mhm. Kommt auch mal drauf an, wie viele Leute da sind, welche Kategorie das Schiff ist, wie es eingeordnet ist, welche Risikoanalyse das unterlegen hat. Also das kann man so jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal 2, 3 am Tag. Mhm. Und wie oft findet ihr was? Das ist auch unterschiedlich. Vor 2 Jahren war das dann in einem Monat 3 große Sachen und dann wieder mal 4 Monate nichts. Das kann man drauf an. Ne? Ja, wie ist das denn? Also ihr könnt ja bei weitem nicht jedes Schiff kontrollieren, was ihr anlegt. Ihr könnt auch die Schiffe dann nicht komplett kontrollieren. Wie entscheidet ihr denn, welches Schiff kontrolliert wird? Ist das einfach, wird gelost oder? Nee, also wir haben ja auch ein Infoteam, das die Schiffe einer gewissen Risikoanalyse unterzieht. Auch in Zusammenarbeit mit anderen europäischen oder auch ausländischen Häfen. Wo man dann eventuell auch mal einen Tipp kriegt oder in dem Container könnte was drin sein oder da und da könnte was liegen. Ist das dann so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen und man ist dann super froh, wenn man eine Nadel hat, aber in Wirklichkeit sind dann noch 10.000 andere Nägel, die man halt einfach nicht finden kann, weil es einfach unmöglich ist? Und wenn man sich dessen bewusst ist, ne, dann ist es jetzt auch nicht frustrierend, wenn man jetzt sagt, hier, oh ja, an mir geht es links und rechts trotzdem ein Haufen vorbei. Das weiß man schon, sonst wäre ja nichts auf dem Markt. Aber wir versuchen da unser Bestes trotzdem so viel wie möglich vorauszuziehen. Ne? Tja, heute haben wir nichts gefunden, leider. Diese Suche nach Drogen, nach gefälschten Designerprodukten oder exotischen Tieren, das kam mir so ein bisschen vor wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. So wirklich scheint das nicht viel zu bringen. Also selbst wenn man mal irgendwie 3,8 Tonnen Kokain findet, hatte das angeblich, so wurde uns gesagt, keine große Auswirkung auf den Marktpreis von Kokain in Deutschland. Sorgt der Zoll tatsächlich dafür, dass es weniger Drogen und gefälschte Designerprodukte und exotische Tiere, die man hier nicht haben soll, in Deutschland gibt? Auf jeden Fall, sie ziehen ja was raus. Aber stoppt es das Ganze? Nein. It's just was. Aber wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, liked das Video. Und hier drüben gibt es eine weitere Folge Follow Me Reports. Hier drüben ein weiteres Video aus dem Funknetzwerk. Und ich sage euch als letztes, schmuggelt keine Drogen.